Da geistert es wieder mal durch die Medien. Dieses Mal Frau Maria Fekter. Sie soll als Innenministerin, und jetzt ist sie ja Finanzministerin, Millionen verteilt haben, als wären es warme Kekse gewesen. Gut, um in Österreich Politiker zu sein, gehört das anscheinend ja zum guten Ton, siehe Grasser Straße etc. Und es gilt natürlich wie immer die Unschuldsvermutung. Und heute, da wurde im Falter der Rohbericht des Rechnungshofs veröffentlicht. Und anscheinend hat Frau Maria Fekter hier mal ein paar Millionen, da mal 100.000 Euro an parteinahe Freunde und Firmen verteilt. Und gleichzeitig wird natürlich das Soziale, die Universitäten, die Kultur, alles kaputt gespart. Und das ist eigentlich das wirkliche Drama. Aber gut, für Consulting und Kampagnen, die das Zehnfache kosten, vielleicht zum Thema Rehaugenneid, ist das wohl irgendwie verständlich. Aber es gibt auch hier einige Posten, wo man sich wirklich auf den Kopf greift. 200.000 Euro von einer Firma Headquarters für Konzeption und Reinzeichnung. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Innensicher.at heißt diese Homepage und wurde von einer Unternehmensberaterfirma gemeinsam mit einem Leitbildprozess, anscheinend einem Konzept, um unglaubliche 551.000 Euro inklusive Presseevent zusätzlich. Und weil man sich da schon etwas erwarten kann, wollen wir uns das erst einmal gemeinsam ansehen. Na sowas, da hat irgendwer was nicht richtig konfiguriert anscheinend. Aber vielleicht sollten wir es einfach mal mit einem www vorn dran probieren, oder? Ja, funktioniert zumindest. Irgendetwas stimmt da nicht. Eigentlich sollte sich der Server von selbst um das www oder nicht www vorne kümmern. Aber gut, das kann man doch mal übersehen, oder? Ich meine, ist eine Kleinigkeit, wenn der Rest der Seite adäquat und großartig ist. Nun, dass das keine Designer waren, sondern eine Unternehmensberaterfirma, das erkennt man irgendwie auf den ersten Blick. Die Seite wurde übrigens am 18. Oktober laut Wayback Engine auf archives.org online gestellt und nicht, wie das Layout und das Design vermuten lässt, so circa 1994. Tja, was soll man dazu eigentlich sagen? Am besten drücken wir es in Schulnoten aus, österreichischen Schulnoten. 1 sehr gut und 5 nicht genügend. Also Layout, Design, 5. Es tut mir leid, aber ein Layout, ein Webdesign transportiert eine Botschaft. Erweckt einen Eindruck und strukturiert Informationen gut und gleichzeitig präsentiert die Grundidee, das Etwas, worum es eigentlich geht. In dem Fall passiert das leider nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt, den Inhalten, dem Content. Eine Website sollte doch auch weiterführende Informationen vermitteln. Aber gut, ich empfehle euch wirklich, lest euch diese Texte einmal durch. Es kommt vor, als wäre irgendwie ein alter Folder irgendwo ausgegraben worden und das eins zu eins übernommen. Ich stelle mir das ja eigentlich so vor. Da sitzen diese Leute beisammen, diese Unternehmensberaterfirma und das Innenministerium und sprechen darüber, dass sie ja eigentlich noch irgendeine Homepage machen sollten um den Preis, damit es besser aussieht. Und dann kommen sie immer auf die Idee mit dem Folder und lassen das Ganze den Praktikanten machen. Kommen wir also zur Benotung, in dem Fall 5. Minus. Kommen wir nun zu einem weiteren Punkt, der SEO, der Suchmaschinenoptimierung und in dem Zusammenhang auch die Social Media. Gut, also es geht quasi darum, wie eigentlich die Besucherinnen und die User auf diese Homepage kommen. In dem Fall, es tut mir leid, eine pure Katastrophe. Diese Seite verwendet nicht einmal Headline-Tags, die absolut wichtig sind, hat selbst keine Meta-Tags und so weiter und so fort. Wir haben uns erlaubt, eine kurze Diagnose auszudrucken. Bitte sehr. Ein rotes X bedeutet übrigens negativ. Nun, wenn ich es wirklich benoten müsste, wäre ich hier am unteren Grenze der Skala angelangt. Und darum enthalte ich mich da wirklich der Meinung. Ich fasse also zusammen. Diese Website, diese Homepage, innensicher.at, die vielleicht nicht ganz 1 Million Euro gekostet hat, aber doch sicher im 5- oder 6-stelligen Bereich, hat ein furchtbares Layout, das sämtlichen Designkriterien widerspricht, kaum vernünftige Inhalte, keine Social Media, keine SEO und so weiter und so fort. Also ich habe früher gedacht, diese 100.000 Euro krasser Homepage wäre eine Frechheit gewesen. Aber das hier, das ist eigentlich dann noch schlimmer. So, und nun wollen wir, Nink, als Designunternehmen das Ganze mal anbieten, aber natürlich in professioneller Ausführung und mit richtigem Design. Schauen wir mal, was rauskommt. Als erster Punkt natürlich Organisation und Meetings. Etwas Recherche und eine Ist-Analyse. Consulting natürlich und Strategieentwicklung. Die Screen-Design-Erstellung, quasi das Grunddesign, ein paar Korrekturschleifen, die Präsentation beim Kunden, Template-Programmierung, also die Layout-Umsetzung, ein Content-Management-System im Hintergrund und dazu gehören natürlich auch einige Erweiterungen,
Vielleicht noch etwas Medienerstellung, man will sich ja auch gut präsentieren und richtige Bilder haben. Nachbetreuung, Contentbefüllung und eine Einschulung. 7.500 Euro. Exklusive Mehrwertsteuer natürlich. Nun, natürlich, wenn wir so etwas umsetzen würden, wie Sie hier seht, ich weiß nicht, 500 Euro, vielleicht ein Tausender, mehr nicht. Also gut, unser Rat ans Innenministerium oder Finanzministerium, lasst das doch Leute machen, die eine Ahnung davon haben. Dann kommt hinterher auch was Richtiges raus, was sinnvoll ist, die Jahre übersteht und keinen so einen Schrott bedeutet. Es tut mir wirklich leid, noch einmal, aber das ist unter jeder Sau. Darf man das sagen? Nun, wie auch immer, egal. Auf jeden Fall, was bleibt über? Immense Kosten für Steuerzahler, weniger Vertrauen in die Politik, Korruption da, da und da und zumindest eine schlechte Stimmung. Mahlzeit. Also, wenn wir solche Jobs machen würden, in den Spiegel schauen, wäre für lange Zeit passé. Es tut mir einfach leid, aber Frau Fechter, eine Betragensnote muss ja auch noch sein. 5. Und bitte jetzt nicht sitzen bleiben.